Noxite Beats did it again. Baby, ja, wir haben Fehler gemacht. Und ich glaube, die hat jeder gemacht. Diese Feelings kommen von Girls, ja. Aber das heißt nicht, dass das mit uns nicht passt, ja. Links, Baby, guck nicht nach rechts. Baby, guck auf meine Chain, alle Diamonds für dich. Baby, komm mit mir im Leben, komm, ich zeig dir mein Life. Ja, ich geb dir alles heute Nacht, ich weiß, dass du bleibst. Deine Tasche dir ex, deine Pille dir Bock. Ja, ich sag, sie muss jetzt gehen, aber dann bin ich sie doch. Du bist drunk, ich bin auch, mein Verstand voller Rauch. Ich will weg, willst du auch, komm, geh weg, komm mit raus, ja, ja. I fly, I don't fall. Ich verdiene mein Dach, meine Sinne betreut. Tausend Dinge gesagt, ein paar Dinge bereut. Ihre Lippen sind wahr und die Lächeln vereint. Wenn sie wird mir nicht da, sind wir immer zu zweit. Ich verdiene mein Dach, meine Sinne betreut. Tausend Dinge gesagt, ein paar Dinge bereut. Ihre Lippen sind wahr und die Lächeln vereint. Wenn sie wird mir nicht da, sind wir immer zu zweit. Verdiene mein Dach, meine Sinne betreut. Tausend Dinge gesagt, ein paar Dinge bereut. Ihre Lippen sind wahr und die Lächeln vereint. Wenn sie wird mir nicht da, sind wir immer zu zweit. Verdiene mein Dach, meine Sinne betreut. Tausend Dinge gesagt, ein paar Dinge bereut. Ihre Lippen sind wahr und die Lächeln vereint. Wenn sie wird mir nicht da, sind wir immer zu zweit. Noxite Beats did it again. Was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Ja, kann sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Ja, kann sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Kann schon sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Kann schon sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Es war nicht immer alles cool. Ich kenn auch schlechte Zeiten. Und genau dann zeigen Freunde ihre schlechte Zeit. Ich war nicht immer Fame und war nicht immer Rapper. Heute fahr ich mit einem Benzer zum Pro7-Sender. Mama, sag mein Sohn, bitte heb mich ab. Mama, sag mein Sohn, du hast es echt geschafft. Mama, guck ich jetzt nur erst noch endlich an. Mama, ich kauf dir kein Haus, ich kauf die ganze Stadt. Wenn dich Leute blenden wollen, dann darfst du es nicht erlauben. Denn auf dem Weg zum Ziel kann man sich schnell verlaufen. Aber gar nichts ist unmöglich, du musst nur dran glauben. Und man kann Cash verdienen, auch ohne Drogen zu verkaufen. Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Der kann sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Der kann sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Kann schon sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Kann schon sein, dass wir verlieren. Doch sag mir, was geht heute bei dir? Keiner lässt sich fallen, alle haben Angst davor. Ich sag dir, was ich will, aber du stellst dir das anders vor. Baby, komm, ich nehm dich mit an einen anderen Ort, ja. Baby, schnell, aber mit dir kommt mir alles langsam vor, ja. Deine Vibes sind different, ja. Keine Zeit für Bitches, ja. Ja, du weißt, wie ich bin, ja. Du weißt, wie ich bin, ja. Ich verstehe das nicht, weil sie kennen mein Leben nicht. Nein, ist okay, wie es ist, ja, wir leben mit dir nicht. Nein, hörst du, was seit Jahren an dir erzählen wollen, ja. Ja, die Sterne sagen, dass wir uns sehen sollen, ja.
Lass uns heute genießen, was weiß ich, wie lange das gehen soll. Lass uns heute genießen, was weiß ich, wie lange das gehen soll, ja. Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Der kann sein, dass wir verlieren, nur sag mir, was geht heute bei dir. Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Der kann sein, dass wir verlieren, nur sag mir, was geht heute. Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Kann schon sein, dass wir verlieren, doch sag mir, was geht heute bei dir. Baby, lass chillen, was soll passieren? Nur du und ich, ich brauch nicht viel. Kann schon sein, dass wir verlieren, doch sag mir, was geht heute bei dir. Ey, ja, ich liebe uns, Kollegen. Ey, ja, ich hab so viel erlebt. Ich schau, wie schnell die Zeit vergeht. Schau mir Rolex an, schau, wie sich der Zeiger dreht. Geht der S-Pace? Why, why? Mein geht der S-Pace? Why, why? Kapital ist weg. Kapital. Das ist Makarov Komplex. Brrra. Geht der S-Pace? Why, why? Mein geht der S-Pace? Why, why? Makarov Komplex. Exitra Beats made it. Tasche voll Money, dem Bau, ich will viele. So wie diese wilde Drecksau, will sie weghauen. Will auf ein Zimmer mit ihr, gib ihr nen Sekt aus. Baller ne Runde, wie ein Maschinengewehr. Kenne sie seit einer Stunde, aber liebe sie sehr. Sehr, sehr. Sie hat Ähnlichkeit mit Coco Chanel. Feiert jede Nacht auf Koks im Hotel. Moin moin, was geht ab, meine Bres? Test, 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 ob alles synchron ist. Ist alles synchron? Ich glaube, heute sieht es nicht so synchron aus. Ne? Schick mal gerade ab. Ist mein Mikro okay? Mein Mikro hört sich so leise an, ne? Mein Mikro ist voll behindert dort. Was ist denn da los? Bruder, ich bin voll leise, ne? Sau leise. Musik zu laut. Ja, die Musik ist eigentlich so laut wie immer. Mein Mikro ist. Ah, jetzt ich hab's. So ist, glaube ich, besser, oder? Hört ihr irgendein Rauschen oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, so war immer okay. Lag wieder am Programm. So, Jungs, Test nochmal. Ton kommt, glaube ich, ein bisschen zu früh, ne? Und die Musik ist, glaube ich, echt ein Ticken zu laut. Aber trotzdem, ne? Ich mache aber gerade mein Mikro noch mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, dass es dann nicht rauscht oder so. Ich weiß halt nicht, wie laut ich das hatte. Ich glaube, so war es okay, ne? Test, hallo. Okay, Ton kommt ein bisschen zu früh, das heißt, Ton muss ein bisschen später kommen. Mach ich aber jetzt direkt, Jungs, und wir gehen direkt
2. Direkt ins Gameplay-Trailer. Ich glaube, darauf hat jeder gewartet. Was geht ab, Emirhan? Musik zu laut, wo wir die Pässe morgen ziehen? Ja, kein Thema. Moin Razor, moin Ruat, moin Khan. Moin Yannick, was geht ab? Ronny ist auch am Start. Was geht ab, meine Bres? Wie läuft's? Wie geht's euch? Erzählt mal ein bisschen was. So, das können wir so lassen. Ich glaube, hier habe ich soweit auch alles drin. Chat ist auch am Start. Ist der Streamlabs-Bot am Start? Streamlabs müsste auch am Start sein. Perfekt. Dann gib ihm. Gehen wir direkt zum Trailer. EA Sports. Schauen wir mal hier rein. Ich mache mein Fenster kurz auf. So. 17 Uhr. Premiere startet gleich. Dann fängt eh dieser Countdown an von 2 Minuten. Dies, das. Ihr kennt ja den ganzen Nasen. Du hast schon Giveaway gemacht. Werden wir, denke ich, heute oder morgen wollte ich das sogar machen. Heute oder morgen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Heute oder morgen. Den ganzen Scheiß zu ballern. Ich würde sagen, wir lassen das mal so. Bro, kannst du die Zeit schneller machen, dann gehen die 2 Minuten schneller. Bruder, was? Bruder, was? Bruder, was? Bruder, was? So, jetzt sollte alles in Corona. Oder machen wir es so, machen wir es so. Wir machen das. Wir gehen wegen 3100. Wir machen das beim. Wann machen wir das? Wann gibt es normalerweise so ein Icon-Pack? Ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Icon-Pack zusammen so. Trailer ist am Start, Premiere läuft. Ich mache mal High-Quality-Shit hier. So, Ton können wir erstmal so lassen. Also wenn Trailer anfängt, diese 2 Minuten, mach Wiedergabezeit ganz hoch. Bruder, das bringt doch alles nichts. Was laberst du? Was? Bringt das echt was? Ja, das bringt echt was. Bruder, echt jetzt? Das bringt doch nichts. Da geht doch nur der Timer, oder? Hä, wie dumm ist das denn von YouTube? Echt jetzt, Alter? Ist das echt ein Trick? Bruder, das macht eigentlich keinen Dings. Keinen Sinn. Ich guck auf YayChat, ich schreibe da rein. Okay, ich guck Vesano, Alter. Der postet einfach See you, vamos, let's go, cheese. Hey, jetzt ist wieder auf Standard. Hä? Digga, geht das echt? Moin Joel, was geht ab? Yusuf, was geht? Eigentlich direkt 5 Minuten geben. Mach wieder schneller. Hä? Das geht die ganze Zeit weg. Okay, 10, 9, 8, 7, wow, abgekackt. Wieder Standard, 6, 5, 4. So, bam. Starten wir rein in die Olga. Ich bin gespannt, wie es in-game aussieht. Also es kommt bestimmt, ja, perfekt. Alles einem am Anfang voll langsam vor. Welcome to Inside FIFA 22 Gameplay. Okay. Hypermotion is the biggest addition to gameplay in FIFA 22. Wenn du das sagst. Powered by Real Football, Hypermotion technology is a next generation exclusive that revolutionizes football gameplay in every match of every mode. Oh, Finesse's OP, sagt er. Combining advanced 11v11 match capture and machine learning for the first time ever, Hypermotion delivers a host of new features that elevate the FIFA 22 gameplay experience. Advanced 11v11 match capture unlocks full team authentic motion, the biggest animation refresh in FIFA history. For years, we've captured individual player movement, but for the first time, we've used XN suits for simultaneous motion capture of 22 professional footballers playing at high intensity. The data from every touch, tackle, and sprint inspires over 4,000 new animations, raising the responsiveness, physicality, and intensity of players and teams as they move around the pitch. FIFA 22 gameplay is made even more real by machine learning.
Translating 8.7 million frames of match capture data into responsive animation, our MLflow algorithm lets you adjust your stride in real time like the pros do, with first touch precision as you approach the ball. Tactical AI makes all 22 players smarter on the pitch. With up to 6 times more decisions made per second, attackers are now quicker to react and smarter with their runs. While a defensive rewrite allows teams to act as a unit and keep their shape off the ball. Enhanced two-player animations intensify the fight for the ball in the air. Feel the physicality as defenders and attackers push, pull, and jostle with more responsiveness and cleaner outcomes. Control it like the world's best with longer two-touch animations. Take it down like Foden with heightened close control, and drive forward with more technique, agility, and strength. Informed by advanced 11v11 match capture, feel the rhythm of the match with new off-ball animations. See the emotion of top-level football as players talk, point, and direct each other just as you see on the pitch. Okay. And FIFA 22 has even more fundamental advances. A brand new goalkeeper system makes your number one more reliable between the posts. With more composed shot stopping, Torhüter besser gemacht. That replicates Gott the sei different Dank. Styles of world-class keepers. While real-world data brings true ball physics into the game to make it fly, spin, and bounce like the real thing. Well, das haben die geil gemacht. And once the ball's at your feet, explosive sprint gives you more control over when to unleash your acceleration while dribbling and Doppel in the R1 ist OP. Speaking of more control, wir gehen gleich auf alles, new attacking tactics let you choose how your team plays in each half of the pitch, so you can create your unique brand of football. Feel the energy of your next big game with immersive atmospheres, dynamic lighting, and a new commentary team that bring the stadium to life every match day. Well, the scene is set. A great playing service and a vibrant atmosphere. And when you bury it in the back of the net, make bigger scenes with a stadium full of fans. After all, that's what the game is all about. FIFA 22, powered by football. Okay, wild. Was sagt ihr, Jungs? So, ich glaube, Trailer ist vorbei. Was sagt ihr? Also, es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick immer geil aus. Endlich läuft Sterling wie ein T-Rex wegen neuer ist so, ne? Finestos neue Meter, habe ich mir aber auch gedacht, als ich Trailer gesehen habe. So, keine Ahnung, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Aber Finesse-Schüsse waren eigentlich immer OP, ne? So Finesse-Schüsse immer eigentlich sehr, sehr stark gewesen. Color Key 800. Okay, wir sind noch ein bisschen zu früh dran mit Greenscreen. Lassen wir das erstmal so. Ich find's aber... Ja, es kommt auf die Umsetzung an. Es kommt echt auf die Umsetzung an. Je nachdem, wie die das machen. Pixelin, hau mal rein. Nichts Besonderes, also das mit den Bälle auftitschen und so, wie der Ball geschickt wird und wie der Ball kommt und geht und so, kommt halt drauf an, wie die das Ingame bringen. Natürlich, das Spiel kann in den ersten Monaten richtig geil sein und dann patchen die sich tot und keine Ahnung was und dann ist es nicht mehr so geil. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie die das mit den Sprints da machen, mit diesen Explosive Sprints und so, das ist auch so bei mir ein bisschen hängen geblieben. Da bin ich auch mal gespannt. Aber da habe ich wieder die Befürchtung, dass es wieder so mit Doppel-R1 und so und L1, R1 und in die Richtung, dass es wieder zu OP wird. Trailer sah gut aus, Spiel wird aber trotzdem scheiße. So denke ich aber auch. So in die Richtung. Kann kein Englisch. bleibst bis 19 Uhr und ja, safe. Das meinten die auch letztes Jahr mit dem Ball. Ja, die sagen halt immer jedes Jahr dasselbe. Und im Spiel, vielleicht in den ersten Spielen achtest du so drauf, aber danach, so wenn es in die dritte, vierte, fünfte Weekend League geht, merkst du gar nichts davon. Dann bleibt dir nur im Kopf hängen, was OP ist, was ist nicht OP, was macht jeder, was ist gut für Ultimate Team, Innenverteidiger über 80 Pace wird wieder am Start sein, Rechtsverteidiger und Linksverteidiger müssen 90 Pace haben, Flügel allgemein müssen 90 Pace haben, egal wie viel Schuss die haben. Stürmer brauchst du Weakfoot und brauchst Schnelligkeit und Abschluss, der Rest ist scheißegal. So halt. Mal schauen. Bei mir zum Beispiel sogar 1 vs 1 schieße ich mit Effet.
Es kommt halt immer drauf an. Also in diesem FIFA finde ich, ist kurzer Forsten sehr, sehr, sehr OP. Und R1 geht natürlich auch rein, wenn du 1 gegen 1 zum Torwart läufst. Ne? Aber dazu musst du halt erstmal kommen. So, ich bin gespannt, ob diese R1-Viereckflanken wieder OP sind, so wie dieses Jahr. Jutusto Icons, ob's gleich schwitzen? Ja, Kahn hat vieles gemacht. Ich küsse dein Herz, Kahn. Oder war das Kahn? Ja, ne? Kahn? Zu Ende ist und wenn Champions League zu Ende ist. Jungs, wie hieß das Spiel, da haben wir letztens, glaube ich, drüber gesprochen, mit den kleinen Menschen, wo du dir so Münzen erspielen musstest und so. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, irgendwie Habbo, irgendwie sowas. Das hieß aber nicht Habbo, oder? Hieß das Habbo? Irgendwas mit H auf jeden Fall. Wie hieß das, Alter? Wie hieß das Spiel? Mir fällt es nicht mehr ein. Habbo, Hubbo, irgendwie sowas. Irgendwas mit 2B und ein H am Anfang. Gaming Kelp 10, hast du die Headset-Dings? Gangbeast? Nein, PC-Spiel war das. PC-Spiel. So, Ladi ist fertig. Hubbo, Habbo, irgendwie sowas, Alter. Nein, Mann, das war kein PlayStation-Spiel. Digga, das ist aber auch keiner kennt. Was ist denn los mit euch? So, Shareplay können wir rausgehen. H.
Habibo? Nein, nein, nein. Habibo, sagt der einfach. Gameplay, hol dir erstmal Headset, bevor du sagst, lass spielen. Ich schwöre, ne? Endlich sagt einer mal was Richtiges. Ich hoffe, der kriegt mal PlayStation 5, dann gibt's keine Ausrede mehr, weil in Controller ist einfach Mikrofon. Haribo, nein, Alter. Wie hieß das Spiel? Habbo? Habbo, Alter. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr das nie gespielt habt. Wobei, ihr seid ein bisschen jüngere Generation. Habbo, finde Freunde, hab Spaß und werde bemerkt. Jungs, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr das nie gespielt habt. Wer da Münzen getradet hat, der war der richtige Trader. Jetzt anmelden. Bruder. Bruder. Das waren wilde Zeiten. Habbo Hotel. Ja, hab ich schon gesagt. Irgendwas mit Habbo, Hubbo. Halo. Ist perfekt. Ganz wilde Richtung. Emre geht's auch nicht gut. Haribo, Hippo, Happy Hippo. Alles. Salah kommt wie gerufen für Premier League Tots. Bruder, hab ich dir doch gesagt. Ich hoffe, wir kriegen auch jetzt ein paar gute Premier League Spieler. Wobei ich halt ehrlich gesagt auch checken muss, wer bei uns wo spielt, ne? Also das Spiel war damals, ich kenne das aber nie gespielt. War wild damals, war wild, muss man sagen. Moin Quaresma, was geht ab? Jungs, ist mein Ton so okay? Ist alles synchron? Sagt mal an, Test, Test, Test. Ju oben, warte mal grad, Joel. Warte kurz. Hast du gelacht, weil ich kein Englisch kann? Nee. Wo kommst du kein Englisch? Was hast du denn gesagt? Kann kein Englisch. Geht so. Jo, nichts. Thriller sieht gut aus. Wild kann kein Englisch. Hä, warum Englisch? Wir hatten eben Englisch gesprochen. Wir machen mal die Rewards jetzt auf. Irgendein Kelp haben wir verkauft. Ju unten, wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Immer noch diesen fucking Dembélé, Alter, der mal weg muss. Kandidatenliste, nichts am Start. Ich glaube, wir können kein Pack aufmachen. Unai Simon. Meint ihr, wir schaffen Zaha? Unai Simon ist eigentlich drin. Wir gucken, was wir machen müssen. Ich würde auch voll gern Hakimi einfach mitnehmen, weil du musst einfach nur ein 85er Rating abgeben. Hakimi sieht auch sehr, sehr stark aus. Schauen wir mal. Zaha. Tots Upgrade. Footies Player Pick, aber das ist halt alles am Start, ne? Dann haben wir noch Son Maximin, der kostet aber halbe Niere. 82 plus, Komma. 83 bis 89 Spielerwahl, okay. Footies, hier diese Upgrades, sau, sau teuer. Ein rote Dings Upgrade. Was braucht man hier? 2 oder 3. Aber da sage ich euch ganz ehrlich, die lohnen sich gar nicht, finde ich. Was muss man hier abgeben? 81er Rating. Ist eigentlich okay, ne? Aber bevor ich das mache, sage ich euch ganz ehrlich. Mache ich hier diese Billo-SPCs. Willst du eine Spende? Nein, nein, hör auf damit, ganz ehrlich. Spende du, wenn du freiwillig spenden willst. Aber ich brauche kein Geld. Mir geht's gut, ich bin glücklich. Solange ich mit euch streamen kann, ist alles gut. Dann ist der Rest erstmal unwichtig. Deswegen, mach sowas nicht. Gib auch nicht so viel Geld aus. Leg ein bisschen auf Seite. Keine Ahnung, für Urlaub, Reise, dies, das. Zaha, doch Zaha kann man machen mit so 80er Rating. Guck mal hier. Oder weißt du, was ich meine? Du gibst hier nur 80er ab und so. Ist doch full gechillt. Guck mal. Gehst mit Rating runter, soweit es geht. Bam. Das geht zum Beispiel nicht. So, und dann hätten wir das Ganze auch. Digga, ein SPC so geschenkt. Hier, nimm. Ich glaube, ich zocke nach 3 Monaten wieder sogar Food Champions. Warum das denn? Ich habe gestern ein eigenes Moments-Spiel gemacht. Cartoon? Cantona meinst du bestimmt, ne? Aber ey. Goldberg ist am Start. Unai Simon ist wieder am Start. Und gib ihm. Goldberg können wir aufmachen. Ey Jungs, ich würde sagen, Icon Moments Pack
Machen wir wieder. Was wollte ich sagen? Haben wir irgendwas? War das eine Wand? Nein, ne? Icon Moments Pack als Giveaway. Jungs, gebt ein Hashtag Nakata. Ihr wisst Bescheid. Wenn einer aufmachen darf, dann safe Khan. Wenn er will. Ansonsten würde ich sagen, Digga, das ist eh nur so ein Billo Pack. So, normal, irgendeine Kack-Icon wird jetzt rauskommen. Wenn er will, soll er. Ansonsten such du dir aus, wer helfen kann. Khan. Umgekehrte Psychologie, natürlich. Jungs, Hashtag Nakata in den Chat. VIPs haben 3 Stimmen. Ich los aber diesmal nur einen aus, weil ihr macht mich echt arm, Alter. Letztens, der sagt einfach Hullet. Und hat's dann auch richtig mit Hullet. Der Berghai war schon gerade. Was? Wann kommt der FIFA-Trailer? Der war schon. Stimmt, der war schon. Den hatten wir um 17 Uhr. Für ein paar Minuten. Ich habe auch bei letzte Crew-Spiel aufgegeben. Ju, wer siehst du? Was? Wer siehst du sehr wahrscheinlich nächste Woche? Was mit wer? Hä? Was hast du? Was meinst du? Hey, nein, nicht nur einmal. Nein, Mann, ihr macht einen Charme. Ich schwöre, wir machen zwei. Fertig. Nur Fake-Accounts am Start. Egal, die müssen halt abonniert haben. Wenn einer gewinnt, ich gebe den 20 Euro. Bruder, mach nicht so. Ich lade dich Party ein. Wer macht denn jetzt auf, Khan? Du hast gesagt, du hast letzte Mal. So, 11 Leute machen mit. Denkt dran, Jungs. Abonnieren, dies, das. Nee, 2. 2. Ich habe mich letztens schon arm gemacht. Hört auf damit. Wir müssen langsam machen. Schuld habe ich mit 2. Leider, nein. Auf, Koran. Hallo, du bist geil. Was geht ab, Janik? Du natürlich auch. Warum nur 2? Früher waren es 10. Ich glaube, das ist... Ah, ne, das ist eine Moment. Bruder, dann hätten wir ganze Chat. Nächste Woche? Wahrscheinlich dich. Wahrscheinlich. Je nachdem. Beziehungsweise, ich sagte ja Ende der Woche Bescheid. Khan ist so ein Gottloser. Haha! Der will jetzt selber aufmachen. Aber guck mal, der hat auch erspielt. So, man muss schon gönnen. Komm, dann machen wir 3. Ronny hat schon gute Argumente gebracht. Dann machen wir 3. Ich will auch nicht übertreiben. Jungs, ihr dürft auch nicht an alte Zeiten denken. Das waren zwar schöne Zeiten, aber die Zeiten sind rum. Ihr habt mich auseinandergenommen. Ich habe letztens geguckt, Jungs, wisst ihr, für wie viel Euro ich PSN gekauft habe? Insgesamt jetzt in 2 Jahren YouTube. Ich glaube, um die 700 Euro. Einfach PSN-Karten gekauft. Halt immer wegen Giveaway. 10 Euro da, 10 Euro hier, 10 Euro da, 10 Euro hier, 10 Euro da. Dann, wie heißt es? 12 Stunden Stream, auch 80 Euro verballert oder so, oder 90. Ey, nicht beleidigen, hallo. Ich habe von 6 zu 14. Kriegst du das Ballspiel, weil das Spiel, du machst auf dem Account nicht aus der Niederlage zu fahren. Ey, Glückslin hat uns... Kann, willst du uns auch mal einladen oder hast du keinen Bock? Aha, jetzt. Du hörst nach einem Game auf. Derjenige, der er spielt, der darf machen. Fertig. Oder wenn ein anderer, wenn zum Beispiel Khan jetzt Traoré erspielt hätte und ich hätte Icon Swaps gemacht, hätte der genauso aufmachen können. Bro, wenn du also einer auf deinem Account ein Icon bei den Millionen kostet, morgen 30 Euro. Boah, Bruder, du bist in Gönnermodus. Aber wie gesagt, ist alles nur freiwillig. So, wir losen 3 aus. So, der erste ist Vladi, der zweite ist Ronny und der dritte ist Emre. Vladi, Ronny, Emre. So, da war Unknown. Ja, aber ist doch eh Abo-Chat, oder nicht? Da ist doch eh Abo-Chat. Ah, ich habe Abo-Chat nicht angemacht. Scheiße.
Scheiße, stimmt. Ja, aber ist egal. Ich habe verpeilt, Abo-Chat anzumachen, weil dann hätte er sowieso abonnieren müssen, um beim Gewinnspiel mit teilzunehmen. Das haben die jetzt neu bei YouTube gemacht. Ich habe es aber verpeilt. Ja, aber Ronny ist Mod. So, und Ronny ist immer da. Deswegen scheiß drauf. So, Khan, du kannst aufmachen. Ich würde sagen, wir machen normal auf. Scheiß auf Roulette, dies, das. Mach nochmal drei. Nein. Guck mal, du bist jetzt auf richtig asozial unterwegs, Glückssinn. Du bist jetzt auf richtig eklig asozial unterwegs. Warte kurz, also bei Ronny weiß ich ja, Emre und Vladi fehlen. Vladi sagt Makelele, was bist du für ein Mensch? Makelele. Okay, ich weiß schon. Gar nicht schaden. Nee, Roulette macht mehr Spaß. Ja, aber ich weiß nicht. Ich muss das Video zu Roulette. Ah, apropos, ich wollte Pro Clubs Video noch hochladen. Warte mal kurz. So. Auf Ansage Raoul, hoffentlich nicht. Okay, ich weiß, ich habe mich abonniert. Ich sage, es kommt Tori. Also Emre sagt Tori, würde ich mitnehmen. Göck will erst Eigenpack abziehen und jetzt will er Ronny abziehen. Ist null, ne? Mach Bildschirm aus. Warte kurz, ich schreibe gerade Tori. Digga, wir machen jetzt so viel. Bro, mach normal bitte, sonst dauert 30 Minuten. Habe ich auch gesagt. Khan, mach normal auf. Komm, scheiß auf. Komm, wir haben letztens mal Dings gezogen. Hullet, Alter, und konnten nicht mehr richtig ausrasten. Einfach, weil Roulette war. Mach einfach so. Mach einfach so, scheiß drauf. Wir wollen die Enttäuschung in den Gesichtern sehen. So, entweder kommt oder halt nicht, ne? IV Del Piero! Del Piero, bitte gib Del Piero. Sola. Ist aber okay, der hat 88 Space. Ist okay, Alter, aber der ist halt nichts wert. Aber ey, Icon. Schade. Stark, Khan, ganz stark. Bruder, du hast gar nichts zu kamellen. Khan hat gestern einfach ein Hullet an Land gebracht. So über Khan darfst du gar nicht reden. Über Khan darfst du null reden. Aber ich habe gerade eine Sprachnotiz bekommen. Kurz einen Moment. Glück, ich habe Hullet gezogen, du hast nichts zu melden. Gezogen und der spielt, ich schwöre, ne? Okay, aber heißt auch wiederum, Icon Swap sind wir durch, ne? Icon Swap, einfach Tausch, wir haben alles auseinandergenommen. Wir rechnen nochmal nach. Also, wir haben hier das für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 5 sind 11, 11 plus 7 sind 18. Wir haben alles auseinandergenommen, wir haben das Beste mitgenommen, was ging. Und ja, bei mir wäre er 9. Was haben wir aus Rewards? Rewards haben wir noch gar nicht aufgemacht. Machen wir jetzt. Ziele. Ah ne, Ziele ist falsch. Wir müssen gleich noch auf jeden Fall hier die Premier League Spieler da mitnehmen. Weil die könnten wir auch gut gebrauchen für die Weekend League jetzt. Premier League, Weekend League und halt Traoré, ne? Der wäre auch ganz, ganz wild. Machen wir aber gleich noch. Season schaffen wir nicht. Dafür hätten wir viel, viel mehr Wochenaufgaben mitnehmen müssen. Aber Season ist auch nicht so wichtig, finde ich. Ronny, wenn ich du wäre, ich hätte Gök safe schon da gegeben, allein schon, weil er nicht könnte, dass du ausgelöst wurdest. Lass mich schon kurz. Eigentlich hätte ich dich gelassen, Göksen, aber dafür, dass du eben nicht so gegönnt hast, ich weiß nicht, ob man so ein Verhalten belohnen sollte. Bei dir hätten wir Gigs gezogen.
Wir machen Untrade, weil wir brauchen Dings. Bro, darf ich deine Playerpicks öffnen, bitte, wenn ich keinen über 400k ziehe, 50 Euro spende. Bruder, hör doch auf mit diesen Spenden, Mann. Hör auf. Ich bin käuflich. Weil mir auch nicht gegönnt. Bruder, wir gönnen dir, aber wenn du so bist und Gold 1 natürlich. Bruder, aber 400k ist halt immer so eine Sache, ne? Warum Premier League Weekend League? Weil es gibt wieder Weekend League Plus. Der Trailer war schon da, Stanislav. Glückst du, nein, du hast zu viele Niederlagen geholt. Auf Koran. Aber Bruder, 400k Sachen zieht man eigentlich immer. Komm, wir machen so. Wir machen so, dann hat die Community auch was von. Wir lassen Emirhan ziehen, damit er auch mal sieht, was gute Rewards sind. Wenn der keinen über 400k zieht, die 50 Euro Spende, ich bekomme eh keine 50 Euro, dann machen wir so, 35 Euro losen wir direkt hier im Stream aus. Dann habt ihr auch was von. Aber nur, wenn ihr sagt. Aus den Packs oder aus den Picks? Weil aus den Picks ist eigentlich 500k immer mindestens am Start. Boah, 400 Euro, Bruder, hör doch auf. Was für 400? So. Jetzt müssen halt nur die anderen zustimmen. Emiran, bitte zieh was. Ich übernehme Gebühren. Hä, bei mir steht nichts von Weekend League Plus. Doch, bei Mainsteine, Bruder. Ruhrt ist doch Win-Win. Dann machen wir so. Emiran, lad mich mal gerade ein. Lad mich mal ein. Also, du sagst 400 oder 500k aus den Packs oder aus den Picks? Such dir aus. Wenn er nicht zieht, ne? Also unser Account ist eigentlich bekannt dafür, nicht zu ziehen. Okay, du willst nur Playerpick aufmachen. Ja, aber Playerpick 400k solltest du schaffen, aber ich lasse dich trotzdem Playerpick aufmachen. Packs mache ich dann. 500k, okay. Okay. Dann komm. Ruat, gute Einstellung. Kein, ich meinte Gök, nicht eben hier. Peach Player, alle außer Gök. Seid nicht so, Jungs. Gök ist auch ein Teil von uns. Ja, warum werden die Partys nicht angezeigt? Jetzt erst. So. Eben dann darf ich aussuchen. Entweder alle Packs oder die zwei Player Picks. Habe eingeladen. Ich starte Shareplay. Also du sagst 50 Euro, ne? 50 Euro, wenn über 500k. Ein Teil, aber ein ganz, ganz kleiner. Emiran, wenn du 300k ziehst, kriege ich einen 10er. Wie wenn du 300k ziehst. Lieber Player Picks, komm. Dann machen wir so. Mach einfach auf. Controller gilt dir. Mach einfach auf. 500k hast du gesagt, ne? Einen machen wir R3. Wir machen den rechten R3. Mach du erstmal den linken auf. 500k Player Picks. Gib ihm. Ich hoffe, du hast keine Bambusleitung. Gib ihm. Auf einmal zieht der Ronaldo. De Paul ist, glaube ich, der teuerste und ich glaube, der ist keine 500k wert. Gib ihm, hol De Paul. Und jetzt machen wir R3. Mach du auf und dann drückst du R3. Komm, 3, 2, 1, gib ihm. Ich guck weg. Drück dann R3. Drück R3. Und 3, 2, 1, BAM! Der erste ist Mertens, der ist wild. Ist der 500k wert? Warte, bevor du weitergehst. Mertens, Tots kostet 290. Ist nicht wild. Aber okay, kannst du ruhig weitergehen? Mertens 290, bisher der teuerste, ne? Klaus ist nichts wert. Laborte. Ah, Sergio Oliveira. Hä, seit wann sind denn von den billigen Ligen ja auch. Also halten wir fest, Mertens und De Paul sind keine 500k. Ich glaube nicht mal zusammen sind die 500k. De Paul 70k, Mertens 290. Schuh, der hat verdient. Schade. Was hat er geschrieben? Let's go. Emiran, öffne Packs. Okay, Packs auch. Okay, aber ein Spieler, der über 500k wert ist. Doppelt oder nichts kann man jetzt machen. Normalerweise jetzt verloren.
Packs kannst du ruhig auch aufmachen. Aber du musst dann einen Spieler ziehen, der über 500k wert ist. Also nicht zusammengerechnet oder so, sondern nur einen. Dann mach ganz ruhig Packs aufmachen. Wenn wir irgendwas Doppeltes haben, fang am besten. Warte, fang rechts an. Lass die 100k jetzt erstmal. Mach erstmal die seltenen Megasets auf. So. Der macht Auge, weil der nicht öffnen darf. Ist so übertrieben. Übertrieben. Guck mal, so haben wir deine Packsucht auch befriedigt. Du darfst kein Geld ausgeben. Wand, Benfica, Grimaldo. Weißt du, was ich meine? Lass mich hier den Rest machen. Das tut weh. Warte. Bakambu haben wir direkt in Saha rein. Warte kurz. Alles in Saha. Wir haben Saha gleich schon gespielt. Bakambu hatte 80, ne? Spielerqualität Gold sind. Hier. Abo. Wobei Bakambu hat 80er Rating, ne? Aber hier brauche ich Chemie, ja, ne? So. Wann Trailer, Bruder, hast du schon verpasst? Was geht denn da ab bei dir? Wobei, 79er Rating meinte, wir haben hier französische Liga. Drei, vier, fünf. So. Wo ist Bakambu, der kleine Kelp? So. Ich brauche 79er. Fuck my life. Was ist das denn? War nicht so aktiv, oder? McDonald's oder Burger King? Ist so, Ruhe. Sag mal an jetzt. Französische Liga haben wir gar nichts mehr. Oh mein Gott. Digga, was ist denn hier los? HM, Stürmer. Jesus. Easy. Gib ihm. Ju ist dem Minion Club beigetreten. Was für ein Minion Club, Bruder. Bruder, Mac ist schon ein halbes Jahrzehnt nicht Burger King. Boah, dann wird mir wieder Zeit. Fuck, jetzt sind die rausgeflogen. Was ist das denn? Was ist das denn? Baran, willst du Icon Pack öffnen? Baran, wo bist du eigentlich? Wo treibst du dich rum? Ja, nee. So, jetzt haben wir die jetzt ein bisschen umsonst gemacht, oder was? Wilfried Zaha. Wilfried, haben wir die hier gemacht? Ja. Easy, Jungs. Ihr merkt schon selber, Zaha geschenkt. Pronto. Okay, kannst weiter aufmachen. Geh den Spieler speichern. Bist du da, Emiran? Perfekt. Gib ihm. Ich streib mich vor Dönerspieß. Bist du am Arbeiten oder was? Sehr.
dieses Arbeitstier. Arbeitstier. Warte kurz. So, kannst weiter aufmachen. Was muss man für ein Sache abgeben? So 12 SBCs, aber alles so 77, 78, 80er Rating, 81, 82, 83 und ich glaube ein 85er. Also so richtige Billow SBCs. So, die Scheiße können wir abschließen. Vladi, ich hoffe, du guckst zu. Baran, du auch. Zack. Aus dir wird ein Baba-Dönermann, sehe ich genauso. Baran übernimmt bald. Pronto. Wir müssen mal alle da essen gehen. Walkout! Headliner? Brasil? Thiago Silva? Fabinho? Ey. Der ist aber nichts wert. Fabinho ist nichts wert. Kelp Move. Gutes Rating, nichts wert. Kennen wir schon. Guerrero ist okay. Dies, das. Irgendein Pack. Den Kelp. Hierhin. Schweiz-Trikot. René, dies, das. Warte mal, ich glaube, wir haben irgend so ein Kackpack. Ultimatives Leihspieler, Gedöns, Belohnung. Warte, ich komme nach Gladbach, dann will ich einen Barber-Döner von dir bekommen. Wir kriegen nicht mal daraus einen Walkout. Ich glaube, das stand 84. Die Maria. Oh Mensch, die Maria. So, kannst weitermachen. Gleich kommen noch die 100k-Sets. Da bin ich auch mal gespannt. Bald kommt nach Gladbach, denn ich will ein Baba-Döner von dir. Kann, wenn du nach Gladbach kommst, bekommst du dick. Was ein Mensch, Alter. Bei Wand, noch nicht mal eine Wand, Alter. Kannst du direkt skippen. Wer war das? Leimer. Perfekt. Boah. Perotti vom Fennel eigentlich auch abstoßen. Wer es genauso sieht, eins in den Chat. Pardon, weniger Umsatz, wer Stammkunde. Ronny 350. Lohnt sich nicht für so einen Döner. Hast du Schweiz-Trikot abgestoßen? Abgestoßen, nicht abgestoßen. Perfekt, ihr gönnt uns hart. Danke, ihr. Weil er dann eigentlich sagt, dass der Döner scheiße schmeckt. Boah, das kann nur ein Hater sein. Wenn der eigene Cousin sowas sagt, das kann nur ein Hater sein. Und die Ehe will irgendwie nicht. Döner 11 Schweizer Franken. Ah, scheiße. Ich würde sagen, wir starten FIFA nochmal neu, Alter. Was ist das denn? Ballern weniger Umsatz, ballern dann eigentlich kein Lutsch nicht für so einen Döner. Wie der sagt. Kann deswegen, wenn die immer Döner essen gehen, gehen die bei uns essen. Kann schon so eine 8 von 10 geben. Rot, ohne dass ich ihn gegessen habe, 10 von 10. Ist so, ich auch. Ohne dass ich gegessen habe, 10 von 10 Ballerns Döner. Wenn Ballerns Vater den dann noch macht, dann ist noch mehr Genuss. Der Ehrenbrä. Warte kurz. Ich dachte, wir wieder hingeblieben. Jungs, merkt euch Pizarro und Perotti. Pizarro, Perotti. Baran, ich werde gezwungen, da zu essen. Ich mach Fantreffen in Gladbach. Ich schwöre, ne? Alles auf Barans Vater, seinen Nacken. Wir sagen, ey, wir kennen alle Baran und so. Der hat uns immer von Pronto erzählt. Wir nehmen richtig auseinander. Aber ohne Wenn und Aber. Gold selten, untauschbare. 1, 2, 6. Einer fehlt mir noch. Caicedo war es nicht, das waren. Welchen hatten wir doppelt, Alter? Ey, ah, hier Perotti, den Gelb. Perotti und Pizarro war das, ne?
Easy. Das babbelst du, ich muss selber bezahlen. War dann Bewertung auf Google ist mäßig. Ja, aber Bewertung auf Google hat echt nichts zu sagen, finde ich. So Google-Bewertung. Keine Ahnung. Emilan, du kannst danach weitermachen. Moin, Rojan, was geht? Jungs, wer ist eigentlich Top 10 von der Watchtime so jetzt bei uns? Emilan, gib ihm 200k-Sets. Das ist deine letzte Rettung, ne? 500k hast du gesagt. Bruder, du merkst selber, selbst bei den besten Packs wird nichts kommen. Boah, nicht mal Walkout. Bitte skip die Scheiße. Bei Google sind nur Kelps unterwegs. Das sowieso. Aber wir machen Trick 78. Hat nichts gebracht. Ich verkaufe mal alles. Von hier nach Gladbeck 2 Stunden 42 Minuten. Woher kommst du denn, Kahn, Alter? So, Ruat ist erster mit Abstand. Danach kommt Razer, dann Rojan, sogar danach Baran. Oh, Baran kann dritter werden, Top 3. Fünfter Ronny, sechster Kahn sogar mittlerweile. Und Hassan, wenn Yusuf mal mehr schauen würde, ich schwöre, Hassan wäre nicht mehr Top 9. Das ist halt so das Problem. Es sind immer dieselben 7, 8 am Start. So, dass Hassan nicht gekickt werden kann. Jemand soll mal Hassan überholen. Ich will nicht nur, dass der Mod hat. Ist so, ne? Ey, wieder an der letzte Speck. Alles oder nix. Kahn kommt auch. Roddy tot. Aber es würde sich lohnen für Hassans Töne. Walkout, ey. Wer bist du dann? Freeze, Belgien, Hazard? Hazard von Dortmund. Ist aber auch nichts wert, vermute ich mal. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hummels, gutes SPC-Futter. Was kostet Hazard? 40k Price Range, perfekt, 17k. So, jetzt ist die Frage, machen wir erstmal das Duo. Premier-Potenzial müssen wir hier machen und Meilenstein.
Erzähl, ah, hier müssen wir Rivals machen. Eieieiei. Triff in vier separaten Squad-Battles oder Rivals-Partien mit Spielern mit mindestens um Adama zu erhalten. Erziele zwei Volley-Tore mit Adama. Ah, das können wir aber auch machen. Bereite in Squad-Battles oder Rivals. Ah, das ist schwierig. Schwierig. Triff bei vier separaten oder Rivals mit Footbirthday Adama. Okay. Ich würde aber sagen, vier Tore mit Spanien kriegen wir hin. Gewinne drei Partien mit mindestens sechs Premier League in deiner Stammelf. Das können wir ja alles machen, während wir hier das machen, ne? Dynamisches Duo, Premier League Potenzial. Premier Potenzial, was muss man da machen? Es kommen 18k Vorschau-Packs mit Wahrscheinlichkeit nur, dass ein 83 Plus kommt. Safe. Mach du normale Gewinnspiele, morgen kriegt der Gewinner das. Lies mal, Bro. Normale Gewinnspiel. Ich würde sagen, Emirhan, du gibst mir, anstatt zu spenden, gibst du mir 50 Euro oder sagen wir mal 40 Euro, weil dann brauchst du nicht die Gebühren zu bezahlen, dann habe ich mehr von. 40 Euro Amazon-Code und ich hole dann in Amazon 4x 10 Euro PSN und dann verlosen wir das. Das ist eigentlich so das Beste. Dafür, dass du jetzt fast alle Packs aufmachen durftest. Musik ist aus, perfekt. Machen wir so. Was muss man bei dieser Premier League Harada machen? Premier League Potenzial. Vereine 3, mindestens 6 Premier League Spieler. Chillig! So, first goal. War dann Ehrenmann. Kopie der Mannschaft. Ultra 0 3 YouTube. Baran ohne Zip. Jungs, was sind das? It's coming home. Das ist noch mein Team. Was sind das für scheiß Namen, Alter? Du weißt, wie Big Mac aussieht? Ja, ihr hattet, glaube ich, ein Bild geschickt, ne? Also Lukas halt, ne? Der Haram, hört doch auf damit. Fuck, jetzt gebe ich den anderen Namen ein. Mach doch nicht so diese Fäden auf anderem Niveau. Tschu, dann mach HUMI. Stimmt, HUMI können wir dann machen, wenn wir die Feature haben. Stimmt. Wir haben noch Wijnaldum. Wir brauchen 8 Premier League. Puh. Wijnaldum. Davis kann theoretisch weg. Für Tavernier oder Vasquez. Müssen wir mal gleich mal schauen. Der Bruder kann weg. Der Bruder kann weg. Donnarumma kann weg. Da haben wir, glaube ich, etwas. Oh, Spinazzola ist auch sehr, sehr wild. Wer ist der bessere Linksverteidiger, Alter? Spinazzola ist überall wild. Besser als Hernandez defensiv. Und Babu hat auch nur Pace und Dings. So, Hernandez ist überall besser als Davis. Also Davis geht schlafen. Und Hernandez ist überall besser als Babu Flashback. Der geht auch schlafen. Gosens. Und dann ballern wir hier mal ein paar Premier League Spieler rein. Laporte, Jungs. Ganz wichtiger Mann. Wijnaldum oder Bruno als 6? Also Wijnaldum ist schon ein Ticken besser. Fabinho ist crap as fuck. Son haben wir hier. Wir haben Adama Food Birthday. Und statt Dolglish hätte ich sogar Lucas Moura. Ich glaube, den hole ich auch sogar. Weil Dolglish ist nicht so meins. Ich habe aber keine Außenverteidiger. Was ist das denn? Traoré oder Bellerin? Das Ding ist, ich kann aber kein Traoré spielen. Da muss ich Bellerin Offcam spielen. Jesus. Haben wir Ederson abgegeben? Scheiße. Wir haben Ederson abgegeben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Einer muss noch weg. Oh mein Gott. Miko knistert. Jungs, dann müsst ihr das doch sagen, Jan. Aber im Hohe im Ei gibt es keine sicheren Gewinne. Wir machen dann so lange, bis wir 4 haben. Knistert immer noch, Jungs? Sagt mal an. Ihr müsst mir Bescheid geben, Freunde der Sonne. Barnes, Aguero, Bruno Fernandes. Also 6er hätten wir ja. Boah. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man braucht aber 8. In Ordnung. Perfekt. Tavernier muss halt schlafen gehen. Aber da kann ich kein Traoré hinballern. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Oh, Jungs, wir brauchen noch einen Premier League-Spieler. Haben wir keinen hier auf der Bank? Cousins, Spinazzola. Shit! Zaha wäre halt hier wild, ne? Zaha, Laporte haben wir ja. Laporte geben wir sogar Shadow einfach auf behindert. Adama LV. Da kann ich aber keinen Adama Stürmer spielen. Das ist das Problem. So, Messi können wir halt einwechseln, das ist nicht das Ding. Spinazzola statt Loder, safe. Oder Tavernier statt Spinazzola ist auch wild. Ich würde dann sagen, eher Tavernier. Ich habe halt 0 Premier League noch übrig. Premier League Fabinho, fuck my life, Alter. Bruno Fernandes, Traoré. Oder mach im einen ganzen Chat, halt du sagst Fakten zum Spieler. Wäre auch eine Überlegung wert. Jungs, Linksverteidiger aus der Premier League, wen gibt es denn da? Taste Tierney, Robertson hatten wir mal. Robertson ist eigentlich ganz okay, oder Shaw, Tots. Aber unnötig jetzt einen Tots zu kaufen, oder? Der Inform kostet allein schon, Alter. Das ist so dumm immer mit dieser Kacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder, statt Alessandrini. Statt Alessandrini irgendein Premier League RM, Jungs. Irgendein abgefuckten, overpowerten RM, Alter. Die wir uns leisten können. Lukas Moura haben wir ja schon. Digga, dann scheiß drauf. Dann machen wir es so, Ferran Torres, und dann wechseln wir den einfach aus. So, was soll der Geiz? Dann kommt Alessandrini rein, Messi kommt rein und dann gib ihm. Ich glaube, so ist auch okay. Easy. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 für die Weekend League. Das ist auf jeden Fall unser Weekend League Team, und dann muss ich halt mal gucken. Van Aanholt, Drew Black, ja, ich habe keinen Bock, jetzt so viel auszugeben, ne? Erziel im Leitfußball 2 Tore von außerhalb des Strafraums. Erziel bei 50 beraten Siegen, 1 Tor per angeschnittenem Schuss mit englischen Stürmern. Bruder, du willst mich doch verarschen. Wer den 30 Brand Partien mit Premier League ZOM-Spieler per Steilpass zur Vorbereitung und stelle bei Footies einen Kiel in deine Stammelf. Triff in 9 separaten Partien mit Footies. Ach, Bruder, Alter. Wenn wir den haben, ist ja unser Problem eigentlich gelöst. Wir brauchen den halt erstmal, ne? Mit Premier League Stürmern, Alter. Mit englischen. Warte. Erzielen im Live-Food-Räumlicher-Spiel. 1 Tor per angeschnittenen Schuss mit englischen Stürmern. So müssen wir machen. Jungs, wir brauchen englische Stürmer, Alter. Wo zum Teufel sollen wir jetzt englische Stürmer holen?
Gibt es überhaupt einen englischen Stürmer, Alter? Dann muss Adama schlafen gehen. Wild. So, Gold. Wir brauchen einfach einen schnellen, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man Rashford kaufen? Ich meine, Vardy hat der angeschnittene Schuss, Alter. Das ist doch voll der Kelb. Was kostet Vardy aktuell? Jamie Vardy? Scheiß drauf, wir machen es mit Antonio. Was sollen wir machen? So, manchmal muss man halt in den sauren Apfel beißen und den OP-Spielern alles erledigen lassen. Antonio mit Hunter, ich glaube an ihn. Hullet in die Mitte. Ist aber, glaube ich, egal, oder? So, wichtig ist, Jungs, wichtig ist, außerhalb des Strafraums ein Tor per angeschnittener Schuss mit englischen Stürmer, also mit Antonio. Wir müssen doch nicht mal gewinnen, ne? Oder? Müssen wir gewinnen? Warte, nochmal zurück. Erziele live von vorne, spiele 2 Tore. Erziele bei... Ah ja, 5 Siege. Wir müssen sogar noch gewinnen. Das heißt, erstmal Traoré geht schlafen. Und hier kommt Antonio rein. Haha! Digga! Oh, wir hätten sogar hier den gehabt. Jno Baptiste hätten wir auch. Oh, Akinfenwa. Hatten wir nicht Akinfenwa auch? Wir haben Smoldini. Wir haben Campbell. Englische Stürmer. So, natürlich Antonio herein. Aber wo zum Teufel ist unser Akinfenwa? Wait a minute. Ah, da ist doch der Bre. Wir hätten sogar mit Silber Adams, Alter. Ich Idiot, was kaufe ich denn Antonio? Wenn der Bruder besser schießen und alles machen kann. Bruder, dann gehe ich doch lieber mit dem. Ich Idiot, Alter. Antonio direkt wieder verkaufen. Wie dumm. Oder wir haben doch Barnes Leihspieler, Alter. Zählt der nicht als Stürmer? Digga, wir sind so dumm, ne? Wir sind so unglaublich dumm. Wir sind so dumm. Oh mein Gott, was machen wir denn hier eigentlich? Wir sind so dumm. Warum sind wir so dumm, Freunde? Warum sind wir so dumm? Immerhin mit Gewinn verkauft. Warum machen wir sowas? Warum fällt uns das jetzt erst ein? So, ich will aber auch gerade mal gucken, was wir für Traoré noch machen können.
Vier Tore mit Spanier, also mit Traoré, Tore, gewinne drei Partien mit sechs Pro League in der Startelf, easy, ich triff in vier Sekunden Squad, also Rivals schaffen wir nicht. Also Volley-Tore und Tore mit Traoré. Volley-Tore und... Wo hat den Squad, also Rivals? Ja, Volley-Tore und normale Tore. So, jetzt Draft-Finale. Viel, viel Glück. Habt ihr Barnes nicht? Also die nicht, wir haben nur die normale Barnes-Karte. Ist halt voll dumm, ne? So, aber wir sind da, Jungs. Premier League mindestens so und so viel, ne? Wir testen auch Laporte, soll sehr, sehr gut sein, hab ich gehört. Zizou, falscher Trainer, perfekt. Warte, was richtig dumm war. War jetzt die Formation zu ändern, glaube ich. War es dumm? Ich glaube ja, es war dumm. Ja. Ich brauche einfach nur England Premier League, ne? Easy. Easy. England, Premier League, der Bruder ist auf 7, Tavernier ist auf 7. Alles ist ganz, ganz, ganz gechillt. So, 4-4-2. Müssen wir die Aufstellung ändern. Ja, ich muss mit Barnes angeschnittene Schüsse. So, Son würde ich sagen. Bleibt erstmal da. Hullet. Für Torres kommt gleich jemand hin. Und Tavernier und so bleibt erstmal. So. Son, Barnes, Sturm und für Dings kommt ein Einwechsel rein. Barnes, was hat der für einen Fuss? Rechts, für den Weakfoot, täuscht den Skills. Perfekt. Lucas Moura. Engine. Son hat, glaube ich, noch seinen Hunter. Hunter, 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 der wird ausgewechselt. Easy. Hi, FIFA 22 Trailer ist schon vorbei. Tu Torres in Sturm und wechsel. Bruder, du bist ein Genie. Die Frage ist aber, dann muss Son auf dem Flügel spielen. Das ist schon ein bisschen reingekackt. Aber was müssen wir dann machen, ne? Da, du hast schon recht. Son würde ich sagen hier auf links, Lukas da und Traoré ist, glaube ich, Rechtsfuß, easy. Ronny, du bist ein Genie. Hat dir das schon mal jemand gesagt? So, dann starten wir rein da. Boah, der Bruder hat schon den 92er. Der Bruder hat schon den 92er. Ja, du siehst du. So. Mein Bildschirm ist. Ich habe irgendwas hier. Mein Bildschirm ist schief. Hullet Moritz, Bruder, wo willst du hin?
Oh. Ich wollte unbedingt mit Barnes angeschrieben nach Schuss, was mach ich denn da? Mann! Was mach ich denn da? Jetzt aber angeschnittener Schuss mit Barnes. Angeschnittener Schuss mit Barnes! Ich muss aber auch außerhalb des 16ers, muss ich glaube ich auch noch welche machen, ne? Ich glaube, das hat gezählt. Das war sehr, 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 sehr wichtig. Italiano si perché JNQJ. Komm, wir jetzt, ich fühle mich ein bisschen allein hier. Oh, EPK, sorry. Sorry, sorry, sorry. Wir haben uns eben den Trailer reingezogen, deswegen FIFA 22. Ja, Dynamo. Premier Potenzial. Ich will noch gucken, ob das gezielt hat. Jawohl, ja, 1 von 5. Zwei Tore von außerhalb des Strafraums ist sogar scheißegal, mit wem wir das machen. Was haben wir hier verkauft? Locker, Antonio. Easy. Der schreibt ja Dynamo. SPC, 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 hier. Premier Potenzial. Barnes ist immer noch am Start. Warum sagst du ja? Kleiner Gelb. So. Gab's Rullet Moments umsonst oder so? Ich weiß nicht. Chico FC, Alter, der hat sogar Kyle Walker, Cancelo, Zambrotta, Lozano. Wild, 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 wild. Ronny, bist du noch da? Rauscht es oder knistert es noch? So, Torres rein für Adama Traoré. Lukas. Was geht ab? Hullet Moments sieht aber auch so wild aus auf dem Feld, ne? Das ist echt geisteskrank. Warum bist du so? Du musst es machen, wenn Yusuf da ist. Ah, ich will der Pass, aber wenn Alum ist da.
Oh, steh doch auf! Meine Ausstellung ist irgendwie sau komisch. Schöne Grätsche, der wirft einfach faul. Warum ist Rullet auf dem Flügel, Alter? Ich schaff das nicht. Rullet ist einfach auf dem Flügel, Alter. Was ist das denn? Oh, schade, man war nicht dabei. David ist der beste Sechser. David ist der beste Sechser und Basketballer. Guck mal die Bilder, Bro. Ist kein Team, aber wichtig. Bruder, meinst du, schafft das in 30 Sekunden? Fullbacks is a meter scan. Placing any player is not the center against. Ach krass! EA, placing any player is not center back in center position will negative impact the defense. Stark, 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 stark. Feier ich! Feier ich! Aber das war auch nötig, ne? Das war auch sehr, sehr nötig. Aber heißt wiederum, dass Elfmeter. Meint ihr, da kann man auch R1 machen? Das war angeschnitten, oder? Hier, geh doch mal raus, du Hund, Alter. Hehehehe, boy! Guck mal, die Bilder, das kann ich überwischen. Ich hoffe, der Elfmeter hat gezählt. Ich hoffe, der Elfmeter hat gezählt. Ich bin Isan. Was geht ab, Isan? Hab ich schon gesagt. Ich hoffe, der hat gezählt, sonst war das komplett reingeschissen. Ziele. Come on, please. Ja, 2 von 5. So, weiter geht's. Wann who am I? Wenn Emil Han die Dings schickt, können wir direkt machen. Aber ich würde sagen, lass das so am Samstag, Sonntag oder nächste Woche, wenn ich Urlaub habe, in aller Ruhe machen. Weil, oha, ich bin einfach Sissoko off-cam. Kann man auch machen. Ruviano, De Bruyne, Rashford, Thiago Silva, Van Dijk, Bruder, das ganze Premier League Team. Weil, wenn irgendjemand das Geld gibt, so. Ich würde halt gerne in dieser Woche, also noch jetzt bis morgen, hier diese 2 Spieler da mitnehmen, Traoré mitnehmen. Ja, und das war's. So, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. So, Ferran Torres schlafen gehen für Traoré. Und dann läuft der Hase auch. Boah, hat er den auseinandergenommen.
Boah, Hullet Moments, ne? Boah, Ronaldo. Oh! Boah, hätte den reingemacht. Boah, hätte von ins Gesicht geschossen. Aber da war es krass bei mir. Stimmt, Florian ist so neu hier, ne? Allemal habe ich euch gesagt, noch nicht gespielt. Jawoll. Angeschnittener Schuss, Bruder, geh raus. Easy. 3 von 5. Ich bin gespannt, was in 40 Minuten rauskommt. Premier-Potenzial, weiter geht's. Verratti Mbappé. Der wie viele Premier League Spieler hat der? Sterling, Verratti, Carlos Alberto, Ederson, 6. Der hat's halt genau hinbekommen. Verratti Mbappé. Krass. Alle sogar auf Fullcam, außer halt Sterling, ne, wegen der Position. Aber ansonsten alles richtig gemacht. So. Direkt rein in die Olgita. Ich guck mal, ob das jetzt mit der Kamera passt, mit dem Greenscreen. Easy. Easy. Was hat er gemacht? Hat den Ball echt ins Ausgeschossen? Hat er wieder einen Baran-Pass hingelegt oder was? Was für Scheißpässe, aber. Digga, was machst du da? Scheißpass. Mit Harry Kane macht er das. Boah, wäre der reingegangen, wäre krass. Wäre der reingegangen, wäre krass. So, Taktiken, Anweisungen. So, so mache ich das. Ronny, also knistern hast du gesagt, ist weg, ne? Roulette! Wie kannst du Kopfball verlieren? Ja, mit Barnes noch das Tor gemacht. Ehre, Bruder, Ehre, ich küsse doch dein Herz. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wo waren wir stehen geblieben? Meilensteine? Ah, Alamar, gewinne 3 Partien mindestens, okay. Erziele 4 Tore mit Spanien, easy.
So, das haben wir schon mal geholt. Noch einen, dann haben wir es geschafft. Treffen 1 mit Footies. Ja, okay. Ronny, bist du noch da? Ronny, Mayday. Was kostet die Zaha SBC eigentlich so an sich? Insgesamt. Diese 85, also 10x85 Plus Upgrade kostet einfach 200k, Jungs. Ich sag euch, wie es ist. Das ist eine halbe eigene SBC. Ob sich das lohnt, ist eine andere Frage. Perfekt. Ja, machen wir so weiter. Und morgen kommt ja auch wahrscheinlich Footies Team 2. Musik ist jetzt so raus. So. Oha, Bruder, was geht bei dir ab? Kyle Walker, James, Chilwell, Tavernier, Mount. Würde der einfach nur die Aufstellung ändern, könnte er sogar Tavernier auf Fullcamp spielen. Krasser Dude. Money Bra. Nennt er sich einfach. Money Bra. Scheiße, Kyle Walker in der EV ist hart asozial. Die Sense ausgepackt, Junge. Laporte in der IV gefällt mir aber sehr, 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 sehr gut. Allein gegen Hullet Moments? Was? Halt ging so Maximin. Abseits. Was hast du geschickt ihm, ja? Hey, Schiri! Was ist das denn? Jungs. Ja, keiner hat was geschrieben. Können. Eben, dann schickt mir einfach Bilder. Chillig.
Schreib nicht mal was in den Chat. Nein. Ich muss gerade mal was ändern. Hier läuft gar nichts mehr. Huch. So, der muss definitiv verstellen. Kannst du danach Team bewerten? Ja, kann ich machen. Bin ich immer noch in der Party drin, Alter? Wie dumm ist das denn? Oh mein Gott. Barnes, du bist so schlecht. Barnes, du bist so crap. Was war das für ein angeschnittener Schuss, Alter? Messi hat den in den Winkel geballert. Geht doch. Geht doch. Ich hoffe, der war außerhalb. Ich hoffe, der war außerhalb. Das kann man aber hier, glaube ich, nachschauen, ne? Warte, wo war diese... Hier das, ne? Ne. Wo war das mit dem... So, ihr wisst doch, was ich meine. Pässe, dies, das. Ah, hier, Tore. Nein, das war innerhalb des 16ers, sagen die. Was? Was? Diese Lügenbarone. Aber ich glaube, wir haben jetzt 5 von 5, Alter. Barnes kann schlafen gehen. Teambewertung. Aber bei dir sehe ich dein Team jetzt mit ganz anderen Augen, Bruder. So viel Geld, wie du da reingesteckt hast. Aber Adama ist schon sehr, sehr krass. Ich glaube, der 92er ist ja nicht der höchste, ne? Da kannst du den höchsten auf jeden Fall holen. Son ist geil. Jetzt für die Premier League Weekend League würde ich an deiner Stelle safe mitmachen. Also mitspielen. Pogba, also du hast sowieso 3 Icons und Rest würde ich Premier League Team machen. Pogba, Robertson, Son rein. In IV wirst du auch schon irgendwo finden aus der Premier League. Ronaldo, Totti erstmal auf die Bank packen oder Cantona dafür weg. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr geiles Team. Bruder, was soll ich da noch bewerten? Ronaldo, Cantona, Benzema finde ich nicht so geil. Makelele geht auch natürlich besser. Und Ramos, Totti finde ich auch jetzt nicht so übertrieben krass. Ich gebe dir eine 9 von 10 dafür, dass das Team richtig, richtig krass ist. Ich sehe da, wo Bahnstein, dass der Ball über die Linie gegangen ist. Ich guck mal, ob das gezählt hat. 0. Scheiße. Aber ey, wir haben schon mal eine Special-Karte. So, jetzt brauchen wir aber auch keine angeschnittenen Schüsse. Sondern... Schau jetzt mal gerade. So, wir brauchen... wir müssen mit dem Engländer Tore machen. 9 separaten Partien treffen. Wer den 3 separaten Partien mit Premier League ZOM Spielern per Steilpass und Vorbereiterstelle dabei? Okay. Premier League ZOM muss Vorlage machen. Also Lukas oder am besten Traoré. Spiele. Ah, no. Erziele 15 Tore. Erziele 2 Tore außerhalb des Strafraums. Okay. R1 Vorlage. Und 9-mal mit dem Treffen. So, ZOM Premier League müssen wir aber auch einige haben. Ne? Wenn wir Traoré noch als ZOM machen. So, der Bruder kann schlafen gehen. Theoretisch könnte ich doch auch hier Leih-Icons reinballern. Ne? Del Piero, Diego Armando Maradona, Dolglish. Ich glaube, so viele krasse Leih-Icons habe ich aber auch nicht. Ja, hier der Bruder. Der soll ganz gut sein, habe ich gehört. Cam Style Engine. Ganz klassisch. Der hat 4-4. Beweglichkeit 99 sogar. Balance plus 8, dies, das. Flanken kann der nicht. Der kann kurz passen gut. Ausdauer hat er und Kopfball einfach 99 und Sprungkraft 99. Was geht denn bei dem ab? Aber okay, ist auf jeden Fall besser. Wir müssen die Vorlagen mit Lukas machen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, Lukas geht hier hin und der geht RM. Top
Flair, hat der irgendwie Außenrüstung? Der hat gar nichts, Alter. Der hat keine Trades, der Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schlecht. War innerhalb Greenskin Forge. Danke, Ronny. Ich küsse doch dein Herz. Wie schlecht. Lass mal morgen das später. Heute wird schwer, weil ich muss heute ein bisschen früher abhauen. Aber morgen sehr, 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 sehr gerne. Ich versuche halt jetzt so viel wie möglich zu machen. Khan und alle anderen, wenn ihr wollt, ihr könnt morgen halt weitermachen. Weil ich würde schon gerne hier die zwei mitnehmen. Das läuft ja morgen ab. Das ist halt das Wichtige hier, diese zwei leeren Karten. Traoré bleibt noch eine Zeit lang. Das heißt, Traoré können wir auch am Freitag oder so holen. Oder Samstag, Sonntag. Das ist jetzt nicht so schlimm. Figo, Figo. Boah, der trägt zwei Engländer. Und nächste Woche, also ich habe jetzt ab morgen letzter Arbeitstag, habe ich 3 Wochen Urlaub. Ich glaube, da können wir genug machen. Und jetzt wird im Montag sowieso, glaube ich, keiner mehr kommen. So, die zwei sind schon am Start. Nketia! Gib ihm! Wie kann Harvard da noch am Ball bleiben? Oh, Digga, ich hab ihn doch gehabt mit der Grätsche. Ach, kein Foul? Digga. Stark von Tavernier. Der ist so schlecht, der Typ! Der wäre schön gewesen. Der wäre schön gewesen. Khan, wer denn alles? Hast du schon mal gekifft, Bruder? Nein, nein. Beziehungsweise probiert, ja, aber nicht, dass ich Stony Money war. Aber mich zieht sowas auch gar nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Und du, Ronny? Lukas muss die Vorlage machen. Jawohl, ja. Geh raus, Bruder. So Stony Money noch nie. Dafür hatte ich übelsten. Ronny Sportler, der nimmt sowas nicht zu. Der geht nicht raus, Bruder. Geh doch raus. Was warst du da? Dafür hatte ich den übelsten Filmriss einmal in meinem Leben. Bruder. Das war nicht mehr feierlich. Ich muss nur sagen, das war in Amsterdam. Kiffen zieht sich nicht und das, was durch die Nase ziehen ist. Bruder, noch weniger. Noch weniger. Kokimoki. Oh, zum Glück hat der Koffer nicht getroffen.
Laborde. Oh, das Lied triggert mich so. Ich weiß nicht, warum ich das in der Playlist habe. Wow. Easy. Das, was der Mexikaner auf meinem Profilbild macht. Ich kann das gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Das Bild ist so klein. Zugleich kommt Safety so. Ja, stimmt. Sissoko. Wer war der andere? Sissoko, oder? Wer war der andere? Hä, Sissoko war doch mit Zaha. Bruder, was war die letzte Abstimmung? Das habe ich total verrafft. Oh, 80 Siege, Primo Goldspieler Pack. Easy. Also, wie gesagt, Atal und Alamar, die sind noch lange da. Jeder juckt mich. Triff. Hä, mit Pömmelig ZOM per Steilpass zum Vorbereiter und stell dabei in deinen Startelf. Hab ich doch gemacht. Wer denn 30 war in Partien? Mit Premier League ZOM. Lukas war noch Premier League ZOM. Erziele 15 Tore. Schaffe ich so oder so. Außer die Strafraum muss ich auch noch machen. Wo werde ich auf die Sachen spielen? Natürlich will ich kein Geld von dir. Wir sind schon echt zu viele. Kahn und so, die machen das auch schon sehr, sehr gut. Daniel James Watkins. Was? Stimmt, James wird gleich kommen. Daniel James Watkins. Watkins, Mann. Genau. Haben wir zwei Packs? Ah, hier das Billo-Set. Scheiße. Wir gehen einen Schritt weiter in Richtung Zaha. 80er Adan, merkt euch das. Machen wir einfach hier Liga aus. Was soll der Geiz? So. Nur Goldspieler. Oha, ich glaube, das könnten wir auch gut als 80er Rating oder so benutzen. Oder? Ne, 78, haargenau. Ich glaube noch nicht auf Chemie, fuck. So, das. Oha. Geht Rating runter. Okay, so kann man auch machen. Nein, das ist für morgen, Watkins, weil gestern wurde gewählt. Stimmt, nice. It's not FIFA 22. Flat. FIFA 21. But the trailer of FIFA 22. Ist draußen, Jani. Adam? Nein, was hab ich gedrückt? Abbruch mit Göxeln spielen. Nein, Bruder. Ganz, ganz falsche Richtung, wo die Sache hier hingeht. Walkout wäre aber auch zu schön gewesen, ne? Fabianski. Wir haben auch irgendwas verkauft, ne? Ich habe gesehen, die Coins sind hochgegangen.
Plus wir haben noch einen Mondi, den wir verkaufen können. Alles weg mit dem Schrott. Pim Goldspieler Pack, 12 Gold, 3 selten. So. Schmutz. Untrade auch noch. Acht Stück sind weggegangen. Hazard ist weg für 16k. Machen wir mal so. Ja, ich denke, dass morgen dann James kommen wird. Bruno Guimarães. Wie viele haben wir bei Saar? 5 von 12. Gut, die Kracher kommen halt noch, ne? Weil, was haben wir gesagt? Bruno Guimarães, ne? League A habe ich wahrscheinlich nichts mehr. Guimarães. 78. Könnte sogar hinhauen, ne? Na, wobei. Oh, doch, 78. Oh mein Gott. Easy. Easy. Erstmal Position richtig machen. Fullcam. Fullcam. Nice. Jetzt mit dem Rating so weit runter, bis es nicht mehr geht. Okay, chillig. Haben wir es doch geschafft. Was ist das für eine SBC? Das ist die von Zaha. Man muss zwar viele Karten, also was heißt viele Karten, man muss viele SBCs abschließen, 12 Stück an der Zahl, aber voll gechillt. Du musst, ich glaube, 3 77er Teams abgeben, ein 78er und so. Das kriegst du ja alles schnell wieder durch Rivals Packs, Rival Packs und sowas wieder raus, weißt du, was ich meine? Deswegen, wir kriegen gleich nochmal neue Packs. Also hier, siehst du ja, du brauchst ein Gold-Team, nicht mal seltene, dann brauchst du 11 seltene ohne Chemie. Dann 77, 2x 78, 79, 2x 80, 81, 82, 83 und 85. Also ganz okay eigentlich, ne? So, 85er SBC haut natürlich schon rein. Das ist nicht ohne. Aber da gebe ich halt gerne so unnötige Spieler rein. Wie ein De Paul. Weil da habe ich schon Barella. Ich glaube nicht, dass der besser ist wie Barella, wollte ich gerade sagen. Der ist halt offensiv geiler, defensiv aber nicht so nice, De Paul. Deswegen behalte ich erstmal Barella. Navas hatten wir schon in La Liga Upgrades. Fabinho kann schlafen gehen. Juri kann theoretisch schlafen gehen. La Liga Team brauchen wir nicht mehr. Und wenn, dann haben wir sogar hier einen Mondi. Verratti und so behalte ich für mein Italien-Spiel. Hummels haben wir gezogen. Hazard haben wir sogar doppelt? Oder war das jetzt eine Leihkarte? Traoré. Oha, 87er Rating. Perfekt.
Der Paul kann schlafen. Machen wir erstmal Position. Oha! Ah, Juri kann nicht raus. Ich glaube aber Hazard kann weg. Nein, Hazard kann auch nicht weg.
verdoppeln, verdreifachen und verfünffachen auch, ne, wenn die 100 davor steht. Bei 100 ist glaube ich sogar verfünffachen. Scheiße. Bruder, komm, mach jetzt. Wähl deine Trikots aus. Almiron, Bernard. Leih-Icons, Ramos, Pereira, Harry Kane hat er aber zumindest. Starkes Ding. Desai. Na Rod, wenn ich jetzt gerne rolle, verliere ich nicht nur alle meine Punkte. Verliere ich nicht alle meine Punkte, sondern nutze ihn gerade. Stimmt, Maximum ist ja bis 10k. Bruder, für dich machen wir Maximum auf 100k. Stimmt, Alter. Bruder, du kennst die Regeln besser als ich. Spielt er auch oder hat er keinen Bock? Was macht er denn da? Moin Adrian, was geht ab? Ich wäre halt nur nicht davon ausgegangen, dass jemand so viele Punkte sammelt. Weißt du, was ich meine? Was macht er denn da? Für nächste Woche Donnerstag kann man wieder Aufgaben machen. Bist du wieder da oder was? Jawoll, ja. Traurig. Der Bruder verkackt es einfach. Die Baller Footies kommt heute oder morgen 100% League. Safe? Hast du es irgendwo gesehen oder was? Jala. Ich muss Comeback machen. Digga, was macht der da? Ich verstehe den Typen nicht. Eiskalt. Son eiskalt. Ich sag euch, Son, Player of the Month. Ich würde gern Son, linker Flügel, Tot spielen. Weil der ist so geil im Sturm, Bruder. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bruder, wie spielst du denn? Der spielt Klaus in der IV, Alter. Was ein Räudiger. Geh mir damit auf den Sarg. Nein! Was mache ich denn da? 19 Uhr, shit, der geht nicht raus. Jungs, sagt mir, was rausgekommen ist. Ich kann aber auch gleich nochmal gucken. Geh doch bitte raus, Alter. Ey, wie kann er am Ball bleiben? Warum spielt man so, Alter?
Was? Gib mir doch den Elfmeter. Boah, ich würde, der spielt so komisch FIFA, ne? Oh mein Gott. Stark gehalten. Kyle Walker als Torwart? Echt jetzt? Digga, der geht mir so auf den Sack. Scheiß drauf, ich geh raus. Moje, Farid, was geht denn? Scheiß drauf, ich will sehen, was es Neues gibt. Ich hab noch zwei Runden. Adama, stark, stark. Ich check mal gerade ab. Footies MLS, Footies Champions League, Throwback Dings. Hä, aber wo habt ihr jetzt Kyle Walker gesehen, Alter? Das war doch ultra bluff. Moin Bartu, vielen, vielen Dank. So, ich gucke jetzt mal gerade rein. SBCs. Zaha Tots Upgrade, ne? So, hier, die hatten wir alle schon. Footies hatten wir. Das hatten wir. Die Lily Whites, Retro Top Partien haben wir, hier die ganzen Upgrades, Draft Tokens, ach, gibt es nur noch 8 Tage lang. Hä, wo kann man nochmal die Belohnungen dafür sehen? Wo sieht man das nochmal? Wo kann man hier nochmal die Belohnungen sehen? Hilfe! 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 Gruppenbelohnung anzeigen, dies, das. Wie ging das nochmal? Oh mein Gott. Digga, so lang keine Ligen-SPCs gemacht. Bruder, FIFA ist noch nicht durch, auch wenn ich Dings gezogen habe, Hollet Moments. Aber Bruder, habt ihr nicht mittlerweile Dings durchgespielt? Habt ihr nicht jeden Fleck von DayZ schon berührt auf der Karte? Jungs, wie konnte man Meister die Champions und die Serie A? What the fuck? Nur die Packs oder was? Gibt's keine Spieler? Was zum Teufel ist das denn? Und was kriegt man? Mega Pack? Ach, Scheiße. Drei Rivals-Spiele, dann noch 125k. Shit. Wild. Schade, also im Endeffekt nichts Neues, ne? Sehr, sehr, sehr billig. Sehr, sehr, sehr billig. Also einfach nur Footies liegen, SPC. So, Wann Club, Bruder, komm. Ich werde wahrscheinlich, aber ich habe das schon mit den anderen abgesprochen, ich werde aber wahrscheinlich ab FIFA 22, dass wir uns jeden Mittwoch einfach hinsetzen, ein bisschen Pro Club spielen, das dann aufnehmen und das dann so wieder Videos kommen wie damals. Joe, ohne Farid ist OSM langweilig geworden, sei mal ehrlich. Ja, Farid hat nicht dazu viel beigetragen, so. Aber Farid, warum kein OSM? Apropos OSM, ich habe bei der Crew habe ich einen verkauft. Direkt nochmal 9 reinstellen. Kurz mal abchecken. Aufstellung hatte ich eh schon gemacht.
Stepanenko verkauft. GG. Ich brauche einen Verteidiger, Alter, sonst läuft hier gar nichts. Farid, bist du noch da? Das weil er durch. Nee, das ist Fra. Farid macht gar nicht mit, glaube ich. Zur 23 Millionen brauche ich einen Verteidiger. Robertson LV, perfekt. Easy. So. Direkt eine Ausstellung machen. Hä, hey, ist Training nicht... Ah, Training ist schon beendet. Oh mein Gott. Ich Idiot. Startaufstellung. So, so, so. Ah. Okay, dachte Fra ist Farid. Nein, nein, Fra ist Fra, Farid ist Farid. Das ist dieser Elch. Genau, Ruhrt, was Bescheid. Ihr rasiert mich mit euch. Hey, wir hätten einfach jetzt mal ohne Spaß. Kann man das nachträglich noch ändern? Dass man die Namen von OSM noch ändern kann? Weil das ist ja full behindert. Das ist full behindert. Gab's eigentlich irgendwen erspielbares Neues? Nee, ne? Ich glaube nicht, das wird für sich gar nicht lohnen. Trauras am Start. Das war's doch schon. Die Baller sagst du, ist geleakt oder was? Weil ich sehe hier auch sehr, sehr viele Bilder von Die Baller. Aber ansonsten kam heute echt nur Schmutz raus. Fra ist doch Bruder auf Italienisch. Ja, Abkürzung. Aber Fra ist auch die Abkürzung von Francesco. Deswegen. Schaffst du das 10x 500 Plus Upgrade? Nein, nein, nein. Dafür haben wir kein Dings. Und das kostet, Bruder, das kostet, ich glaube, 200.000. Das ist ja absolut geisteskrank. Deswegen. Lassen wir es erstmal so sein. Wir machen weiter unsere Freundschaftsspiele. Und gib ihm. Hoch. Nein, ist Idiot. Hey, schaffst du 10 mal für. Achso, ist ein neuer Ladescreen. Hab ich nicht abgecheckt. Jungs, kann einer von euch gerade mal reinschauen? Ob neuer Ladescreen ist? Die IV von dem ist ein bisschen langsam. Mount ist auch jetzt nicht so krass. Aber alles ZOM bei dem, ne? Wenn er damit Vorlagen macht. Salah, Sterling und zwei krasse Stürmer hat, ne? Weiß ich nicht. Ist ein neuer Ladescreen? Ich vermute mal nein, weil morgen kommt einfach nur Footies Teil 2. Also Ladescreen dürftest du, denke ich, nichts erwarten. Können wir aber gleich nochmal nachschauen, je nach dem Game oder so. Ja, Bruder, komm, geh raus. Hehehe, boy. So, jetzt können wir gucken. Ladescreen. Ronny, ich hab nach 2 Runden 85er dann, ne? Stark.
Dynamisches Duo, 9 von 15, Alter. 7. 7, hier 6. 15 Tore haben wir. Für den 30 bereiten, Wartschuss Erfolg. Ladescreen vermute ich mal eher nicht. Moin an meine Programming, was geht ab? Ladebildschirm ist immer noch gleich. Und morgen um 19 Uhr kommt halt wahrscheinlich Footies 2. Also ich gehe mal davon aus, dass da Neymar und so kommen wird. Mbappé vielleicht Tots, von Ronaldo nur der Inform. Von Messi genauso eine etwas schlechtere Karte, dafür, dass sie halt Neymar, Mbappé und so reinhauen. Ja. Sowas halt. Kane, Firmino, Pogba, der hat auch einen komplett geisteskranken Premier League Aufstellung. Kate Bong. Kate Bong. Scheiß Pass. Bruder. Nein! Ich bin so dumm. War kein Foul. Das war eine wunderschöne Grätsche. War kein Elfmeter? Ich muss halt die Tore mit dem Stürmer machen. Nein, Kante, fuck mich doch nicht ab. Wow. Ich wollte gerade sagen, Alter, Tavernier mit 9 Inch Pace. Nein! Der ist so nervös in der Verteidigung, ich muss ihn eigentlich auseinandernehmen. Starkes Ding. Ja! Geht der raus? Jawoll, ja. Hab kein Team und zocke Draft. Beste, was du jetzt machen kannst. Plus, du kriegst noch Dings. Packs. Und du wirst belohnt mit Rooney etc. Dies, das. Ihr rasiert mich mit euren Spitznamen. Tagesaufgaben haben wir auch geschafft. Hä, 9? Das ist ja ultra dumm, glaube ich. Und ich glaube. Immer wenn ich einschlafen will, sag ich, ich pass nie wieder Stoff an. Und immer wenn ich aufhören will, fang ich wieder von vorne an. Ein Ton schickt den Diplomat los. Digga.
KI, doch sie hören keine Stimme. Hamburg, 10 Kilogramm Koks. Ich brauch Geld, ich hab 10.000 Wünsche. Schwarzer Transporter, Graz in dem Koffer. Bei Tag fallen Schüsse auf den fahrenden Otter. Fühl mich sicher, meine Schafe sind. Boah, das kostet ja so viel, ne? So, so haut's hin. So haut's hin. Ferran Torres kackt absolut rein. Aber absolute Kacke. Gibt's noch eine Ausstellung mit vielen ZOMs? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist somit die einzige. So habe ich halt mehrere ZOMs. Wie schlecht, oh Gott, Hilfe. Hilfe. Adamar hier hin. Und für Berge muss ein Sub kommen. Easy. Easy. Vladi, was bist du am Zocken so aktuell? Warte, ich überleg gerade mal. Hat mit Wijnaldum gemacht, aber auch genauso wenig Sinn. Nee, Umform ist jetzt kacke. Umform ist jetzt richtig, richtig kacke. Ich muss halt mit Lukas die Vorlagen machen. Da komme ich nicht drum herum. Adamar, Traoré, Berg, Wijnaldum. Wobei, ich könnte auch Traoré umformen. Das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Aber das kostet dann wieder was. Rivals habe ich jetzt schon ran. Ein Safe, stark. Das ist halt das Problem, Alter. Ich mach das so. Weil dann kann ich wenigstens noch mit Traoré die Dings machen. Stürmer zu Mittelstürmer. Ich glaube, das kostet eine 500.000 gefühlt, Alter. Ey, doch nicht so viel. Eins vier ist okay. Boah, welcher Idiot tut das für 300 rein? Jawohl, ja, nur 50. Gib ihm. Moin, Jake, was geht ab? Wie läuft's? So, Sturm zu Mittelsturm und jetzt Mittelsturm zu ZOM. Easy Money. Dann machen wir 4, 2, 3, 1. So, diesen, genau diesen wollte ich haben. Hullet, Lukas, Traoré. Puh. Individuelle Taktiken, machen wir so, diesen. Jungs, muss der Ingame ZOM spielen, Alter, oder muss er so ZOM spielen? Müsste ich jetzt mal drauf achten. Schade, war dann nächstes Mal vielleicht.
Werde in 30 separaten Partien im Live-Verfolgung mit Premier League ZOM per Steilpass zum Vorbereiter. Also Premier League ZOM habe ich ja jetzt Traoré und Lukas. Dann könnte ich sogar theoretisch tauschen. Jungs, was gibt man einem Traoré Footies, Alter? Ich würde sagen Dead Eye. So. Footfreundliche Spiele. Gib ihm. Mal beschwer, aber Land kann dir eigentlich echt nur empfehlen. Langfristig ist das Stream, Bro. YouTube hat keine Zukunft im Streaming-Bereich. Bruder, ich stream auf beiden Plattformen. Also so oder so. für mich ändert sich nicht viel. Wenn du jetzt auf Twitch gehst, meinen Namen eingibst, ich heiße auf YouTube genau gleich wie auf Twitch. Bruder. Kann ich mir da mein Team schicken, aber es etwas ist verbessert. Kannst du gerne machen, Bartu. Was geht mit dem, Bruder? Ab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, genau, 6 Premier League, der Rest Full Icon. Mir geht's gut, JK. Wie geht's dir? Ach, wusste ich gar nicht. Lass mal Follow da. Vielen, vielen Dank. Muss ich noch irgendwas... Ah, Alessandrini muss einwechseln. Deswegen, also für mich ändert sich nichts. Natürlich, wenn mir mehr Leute auf Twitch zuschauen würden, würde ich mir irgendwas einfallen lassen. Aber ich würde die Leute halt, die jetzt auf YouTube hier am Start sind, nicht im Stich lassen. Weil es gibt auch... Nein! Abseits! Schiri! Ich gönn dir, Bre. Da ist er ja. Vielen, vielen Dank. Pegaminus. Ja, also YouTube macht schon Fortschritte, kommt aber trotzdem nicht an Twitch ran. Da hast du schon recht, was Streaming angeht. Also Twitch, wenn ich die Zuschauer und die Abonnenten rüberpacken könnte und die Einnahmen, die ich auf YouTube habe, auch auf Twitch, würde ich safe Twitch machen. Oh, Emilan hat mir auch gefolgt. Wie viel da, Emilan? Was geht bei dem Bruder ab? Torres, Wan-Bissaka einfach? Mount, Havertz? Laie Torres sogar und Laie Sterling, Bruder. Da ist was falsch gelaufen. So. Der Bruder hier weg. Alessandrini hier rein. Come on, bro. Das mal bald. Ah, der drückt auch Pause. Die wechseln direkt zwei ein. Carvajal und Howard. Boah, was ist das denn? Was ist das denn für ein Pass gewesen? Bruder. Jawohl. Geh raus, Dreamboy. Okay, der geht nicht raus. Auch gut. Der eine Dislike hat keine Ehre. Oder keine Ahnung, wie viele Likes haben wir jetzt mittlerweile? Ich glaube 25 oder so. Und die Dislikes kann ich halt nicht sehen. Ne? Der wechselt Messi ein. Der wechselt eiskalt Messi ein. Der muss von außerhalb auch noch machen. Muss ich aber auch machen.
Oh, sitzt durch. Ich spiele Messi als Sechser, Bro. WTF, was machst du da? Oder ist das als Zehner? Boah. Hat auf jeden Fall die Engländer vorne. Bruder, wo sind wir zu spielen, Alter? Stark von Mr. Cole. Nein, da wollte ich gerne schön. Oh, warum bleibt er stehen? Boah, ich dachte, er läuft gegen Carvajal. Abseits. Sehr gut gesehen, Schiri. Nein, was ein Kackpass. Laporte ist defensiv so stark, Alter. Genau das meine ich. Der ist defensiv so wild. Schöner Pass von Traoré. Ja! Bitte lass es die Vorlage von Lukas sein. Aber für uns sollen Schleich sein, Dislikes, ja, easy. Tore, Vorlage von Lukas. Genau so habe ich es aber auch gesehen, Schiri. Alter, kann er mal rausgehen, der Typ, Junge? Verstehe den halt echt null, ne? Jungs, ist mein Ton noch synchron? Test, test, test. Jungs, ist mein Ton noch synchron? Test, test, test. Ja, Jackie, ich küsse doch dein Herz. Mason Mount, der geht nicht raus, Alter. Der hat echt noch Hoffnung. Bruder, es ist doch Freundschaftsdings, Alter. Geh doch raus. Oh, von wo holt Carvajal den auf einmal? Starker Pass. Starker Pass. Klatschen wegen Nachbarnerven muss ich gleich noch machen. Verstehe aber nicht, warum der Typ nicht rausgeht. Hullet hat so lange Beine, Alter. Ah, Schiri! Wie kann das keine Feder sein, Bruder? Was ist abseits? Oh, Lukas, gewinn doch mal einen Kopfball.
Ich bin so dumm, ne? Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh, Chiri. Von hinten. Wo ist Hassan? Das weiß keiner, wo der Bruder hin ist. Meint ihr, schafft ein Tor von hier aus? Weißt du, der... Alessandrini ist wild, Freistöße. Bruder. Den Hämmer, ich stehe jetzt sowas von in den Winkel. Ich hab's dir gesagt, Bruder. Du willst nicht hören. Ich hab gesagt, ich hämmer dir den in den Winkel. Bruder, soll doch... Der soll doch Aufgaben. Ich schreibe gleich in die Gruppe rein. Einer muss es auf jeden Fall zu Ende machen. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch schaffe. Erst recht nicht, wenn solche Kelps hier am Start sind. Ich lasse den kein Tor machen. Weil das, dem fehlt ja eigentlich nur ein Tor so. Nein, gib mir doch die Vorlage. Oder das 5 Jahre jetzt gerade gebraucht. Jetzt ist die ganze Abwehr wieder da. Geiles Tor, danke Jungs, danke, danke. Bruder, geh doch bitte raus. Bruder, geh doch bitte raus. Bei 3-0 Freundschaftsspiele, Bruder. Kult lässt sich so Baba spielen. Ne? Huch! Huch! Im Ketia! Ich weiß ja nicht, wer du bist, aber er ist ganz okay. Im Ketia. Er gewinnt sogar die Zweikämpfe. In Hulit-Manier. Boah! Bruder, ich hab doch den Ball gehabt mit Hulit. Toilette. Bam. Nein. Keeper stark. Nennen wir eine. Warte. Nein! Der hat sein Tor gemacht! Nein! Nennen wir eine Politischlehrerin. Was ist für ein Deutsch? Nennen wir eine Politischlehrerin, Bruder. WTF. Was für Deutsch diese? Ich glaube, dem ist das jetzt scheißegal, Alter. Der hat jetzt sein Tor gemacht. Oder? Was ist das für eine Politischlehrerin? Ich glaube hier nach Quaresma gehe ich auf. Ich bin dann halt morgen am Start, länger. Ich glaube auch, da fange ich ein bisschen später an. Nicht so wie heute so um 5, sondern morgen muss ich arbeiten das letzte Mal. Und dafür halt länger. Ich weiß nicht, so bis 9 oder 10. Eine Polnischlehrerin? Warum Polnisch, Bruder? Der ist so bad, der Typ, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Lass mal die Beine zersägen. Warum Polnisch? Abseits. Schade. Der arme Alter, das Tor habe ich dem gar nicht gegönnt. Nein. Wow, Laporte! Die ganze Sippe, 20 Tische, Anti-Knigge, Scamp.
wie bitte 6 Kilo. Esse mit der Hand wie Bruder Bär und stecke eher an deiner Frau als im Berufsverkehr. Fat Boy, Bad Boy und nicht Mr. White. Auf dir spricht der Leid, kein Tisch, er weiß dich ab. Schau es mal Timo noch bitte im Stream, ja, hast du schon geschickt? Nein! Ja, Wolli. Ich hoffe, das hat als Wolli gezählt. Ich muss gegen den auch Tore von außerhalb mal machen. Das ist so der perfekte Gegner eigentlich. Aber ich gönn dem halt überhaupt nicht. Oh. Soll ich ihm auch gönnen, Alter? Ich glaube, ich weiß, worauf der hinaus will. Komm, ich gönne ihm. Schieß doch, du Idiot. Boah, der ist so dumm. Der ist so dumm. Du darfst, klappt einfach nicht. Was hat denn Rojan gemacht? Was denn, du darfst? Du darfst es eigentlich für links gedacht. Ich wusste, ich hätte nicht machen sollen, Alter, weil dann gönnt der mir nicht. Ja! Außerhalb des 16ers. Um wie viel willst du morgen streamen? Ich denke so um 6. Boah, ganz stark, ganz stark, ganz stark, ganz stark. War doch kein Foul, Schiri Ball gespielt. Ja, ja, aber es klappt nicht. Ja, aber ich glaube, hattest du das dem nicht schon gegeben? Boah, das ist der. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh. Oh, der hat den Keeper bewegt. Ich glaube, dafür muss er vorher einen Link schicken. Oh. Oh mein Gott, was habe ich gerade mit dem angestellt? Laporte, Bruder, du bist Innenverteidiger, wenn du einen Kopfball verlierst, Alter, da kannst du mit Außenverteidiger wieder spielen. In der IV. Hullet ist so krank, ne? Was? Kein Foul? Cole gibt ihm jetzt die Grätsche der Vergeltung. Oh, wunderschön. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Bin 80. Minute, okay, beeil dich dann. Weil ich wollte jetzt eigentlich offline gehen. 10-2 ist okay. Wir haben schon die Tore gemacht. Wir haben, glaube ich, eine Vorlage mit Steilpass gemacht. Wir haben alles Mögliche schon gemacht. Ich glaube, Tore von außerhalb des 16ers sollten wir aber auch haben. Ja, 15 Tore, 2 Tore außerhalb. 1 von 13 und so. Easy. Easy. Hallo.
Ju, hast du mitbekommen, was hier mit der... Ja, habe ich mitbekommen. Sehr, 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 sehr nice, finde ich. Adama haben wir auch schon gut gemacht. Volley haben wir, 4 Tore mit Spanier. Ja, dann müssen wir halt hier Rivals spielen, ne? So halt. 85. jetzt, ja, kein Thema. Ich warte gerade noch auf dich. Abteil gewinnt aber die Münzen League A. Ah, da müssen wir mit League A und so gehen. Mal gucken, ich bin gespannt, ob neue Icon Swap kommt jetzt so für die restliche Zeit. Wenn ja, muss es ja irgendwas krasses sein, keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsgetränk? Schwierig, Alter. Ich würde sagen Moloko. Moloko oder was trinke ich auch sehr oft? Kann ich dir noch nicht mal sagen. Ich trinke aber alles mögliche, ehrlich gesagt. Ja. So. Squad Battles haben wir Gold 2. Ah, Jungs, wisst ihr, was wir voll verpeilt haben? Die Packs. Vlachodimos baller ich safe in SBC. Bei Zaha 79. Haben wir guten Bundesliga-Rating? Bundesliga haben wir noch gar nicht gemacht. Ne? La Liga hat eigentlich auch gute Rating. Orban. Ja, Bundesliga haben wir noch einiges. Ach, wir haben Bayern Upamecano. Oh mein Gott. Ach Scheiße! Orban, Ulreich, Klavogi, Karius. Haben wir das gesehen? So, erstmal hier ändern. Plus 12. Upamecano hier hin. Ulreich hier hin. Hier, das bringt gar nichts. Hier, das bringt was. Rating haben wir, können sogar 79, ah, 79 ist es sogar. Keeper, Lachodimos, wo bist du? Minus 3. Amiri. Okay, easy. Easy, Jupiter, ist doch der Ronny, hör doch auf. Der Freund von Leberhagen ist gerade bei mir heimlich. Mein Vater weiß davon nichts, weil er arbeiten ist. Und meine Mama ist davon bescheid, aber ohne Rauchen. Beste Leben, Bruder. 100k Pack, Vorschau, Jungs. Yay, gönn! Digga, 100k Pack als Vorschau und es kommt noch nicht mal ein Walkout. Insigne Rodrigo, geschlafen, Alter. Geschlafen. Walkout, ey, nichts gesagt. Was, wer bist du? Was bist du? Stürmer Lukaku. Rulebreaker. Ist der was wert? 87er Lukaku in 25 Kassel. Lukaku 87. Was bist du wert, Bruder? Wenn über 25 holen wir dich. 19. Na, nicht so ganz. Nicht so ganz. Oh ja, das überlegst du. Hör doch auf.
Medell. Oder bei Ojarzabal hätte ich dir vielleicht zu 10% abgekauft, aber bei Medell. Bruder, null. Die können wir skippen. Hauptsache, wir haben mal reingeschaut. Jesus. Machen wir das hier auf ganz, ganz schnelle Welle. Wir skippen jetzt einfach alle Packs. Easy. Ah, zum Glück Trade. Premium Goldpack, yay. Batu, du bist noch da, ne? Weil wir machen gleich dein Team. So, hier, die können alle bleiben. So, Batu, was hast du geschrieben? 118k unten ist Ingame. Also spielt so wild. Wild, vor allem gut auch wie die Premier League wäre jetzt. Stark, Alter, sehr, sehr stark. Ich würde vielleicht Adama im Sturm packen, weil Adama hat eh schon alles gefühlt auf 99. Und so Ingame ist stark, sehr, sehr stark. Ich würde, wie gesagt, vielleicht Adama hier oben tauschen, einfach nur für die Chemie. Ansonsten Ingame sehr, sehr stark. Und mit 118k kannst du nicht viel verbessern. Sind wir ganz ehrlich. Mit 118k vielleicht Region, aber selbst der ist noch ganz okay für seine Dings. Das Problem, was du hast halt keine Sechser, ne? Also dieser Smith Rowe ist kein Sechser. Und Phillips würde ich Shadow geben. Safe, safe, safe. Moin, bin das erste Mal hier. Moin, Olle, was geht ab? Ich schaue aber jetzt ab, Jungs. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Wie gesagt, ich bin so um 5:30 oder so da. Und dann halt ein bisschen Weekend liegen. Mal gucken, ob wir morgen schon Hu im Ei machen können, je nachdem, wie weit wir sind. Und wer neu ist, so wie Olle, kann gerne ein Abo da lassen. Glocke aktivieren, dann sehen wir uns morgen. Ich küsse eure Herzen. Und bis morgen. Work so hard, forgot how to vacation. Ich will 5-6 Flaschen auf den Tisch. Guten Abend Deutschland, hast du mich vermisst? Standing Ovations, ich war ein paar Monate weg. Aber Baby, ich bin sowas von weg. Dicker, ich will 5-6 Flaschen auf den Tisch. Guten Abend Deutschland, hast du mich vermisst? Standing Ovations, ich war ein paar Monate weg. Aber Baby, ich bin so. Ende. Will Smith, Frauen kommen mit dem Filzstift, aber chill, Bitch. Ich signiere deine Pobacke. Meine 15 Minuten Fame dauern 12 Monate. Ich bin lange.